Adolf Holl, Sie sind in Ihrem Leben mehrfach nach Indien gereist. Was treibt denn einen guten, undogmatischen Katholiken nach Indien? Was findet man in Indien, was man in Assisi nicht finden kann? Ich bin dienstlich nicht katholisch oder buddhistisch oder hinduistisch, sondern als Religionswissenschaftler unterwegs. Und daher war ich also in Indien nicht als katholischer Christ, sondern als Religionswissenschaftler, um dort Filme zu drehen. Über die Weltreligionen. Ist der Adolf Holl nie in Versuchung gekommen, in ein indisches Kloster zu gehen oder ernsthafter sich mit dem Hinduismus einzulassen? Nein. Meine Wenigkeit hat ein solides Fundament in der römisch-katholischen Kirche, seit er sich als Knabe, hätte ich fast gesagt, also mit 13, 14 Jahren, sehr stark vom Ministrieren angezogen gefühlt hat, also Messdiener, Ministrant in Kirchberg an der Donau. Und dort hat der Pfarrer, der hat gesehen, ich bin einer, der an Heimweh leidet, weil er da ein bisschen auf 3 Monate verpflanzt war, willst vielleicht ministrieren, und ich gesagt, ja, mir war alles recht. Und da hat es mich erwischt, das Kultische, das Zaubern, wenn man will. Und seitdem habe ich einen soliden Untergrund, brauche ich also keine Alternativen, persönlich. Ihr neues Buch, Adolf Holl, trägt den Titel Braunau am Ganges. Ich habe immer gedacht, Braunau liegt am Inn, beziehungsweise an der Mündung des Flüsschens Mattig in den Inn. Ja, bei Ihnen erfahre ich, Braunau liegt am Ganges. Wie das? Weil ich schon vor Jahren und aus verlässlicher Quelle, nämlich aus dem Buch eines jüdischen, muss ich in Wirklichkeit sagen, betonen, jüdischen Journalisten, Spitzenjournalisten aus Amerika, zur Kenntnis genommen habe, dass wir Europäer, westlichen Europäer, mit dem Phänomen des Braunauers nicht fertig wären. Wir können ihn weder hinunterschlucken noch ausspucken. Das hatte ich damals. Das Buch ist, glaube ich, ich habe es damals besprochen, das ist schon wieder gute 10, 15 Jahre her. Das ist mir nicht aus dem Kopf herausgegangen, dass wir mit unserer Gescheitheit oder um es komplizierter auszudrücken, mit unserem kognitiven System, mit der Soziologie, mit der Ökonomie, mit der Politologie, mit der Philosophie, mit der Psychologie, einfach mit Auschwitz nicht zu Rande kommen. Und daher habe ich mir gedacht, was wäre, wenn ich das geschätzte Publikum für die Dauer der Lektüre meines Buches einlade, ihr kognitives System einmal zu suspendieren, beim Suspendieren kenne ich mich ja aus, also in der Garderobe zu lassen und sich mit Hindu-Gedankengängen zu befassen. Und dann schrumpelt der Hitler ziemlich zusammen, weil er nämlich laut Hindu-Ideologie mindestens 2-3 Millionen Mal wiedergeboren werden muss, bis er eine Ruhe gibt. Er war auf einer relativ niedrigen Stufe in dieser Wiedergeburtsskala. Ich habe ihn als Vogel eingeführt am Flugplatz von Delhi. Das ist eine seiner nächsten Inkarnationen, nachdem er sich im Führerbunker eine Kugel in den Kopf geschossen hat. Sie haben ihn in Delhi, behaupten Sie, als Vogel gesehen, Hitler. Ja, er kann ohne weiteres als Regenwurm die nächste Reinkarnation machen. Also eigentlich korrekt gesprochen Wiedergeburt. Und vor nichts fürchtet sich der Hindu mehr als
wiedergeboren zu werden. Weil dann ist er im Rad, dann dreht er sich im Rad. Und wenn er einen Fehler macht, zum Beispiel, dass er ist ein Brahmani geworden, das ist schon ganz oben, kurz vor der Nirvana, fällt sein Schatten auf eine unberührbare Frau und er muss wieder von vorne anfangen. Ich würde gerne noch bei dem Hitler bleiben und dem Hinduismus. Auffallend ist ja natürlich, dass das Hakenkreuz-Symbol in Wirklichkeit aus der asiatischen Tradition kommt. Die Swastika, glaube ich, sagt man da als Religionswissenschaftler. Ja. In Ihrem Buch spielt der Gott Shiva eine wichtige Rolle und der dürfte, wenn ich es richtig verstehe, seine Finger doch ein bisschen im Spiel gehabt haben, was Hitler und den Nationalsozialismus und die Verbrechen des Nationalsozialismus betrifft. Wie ist das? Ja, den Shiva, den brauche ich unbedingt. Das ist einer der Hauptgottheiten und ich brauche ihn deswegen so dringend, weil ich in meinem Stil, im Stil, in der Redeform, in der Schreibform dieses neuen Buches mich befleißige, teilweise ironisch ein bisschen durchbrochen, durchwachsen, also befleißige einer mythologischen Sprechweise. Das heißt also, ich nehme gelegentlich den Shiva wie wenn er der Präsident Obama wäre zum Beispiel, also eine real, also als reale Existenz. Und der Shiva ist eine eher gefährliche Gestalt. Er hat außerdem eine Gattin, vor der man sich sehr zu hüten hat, Kali, Kalkutta, Kali. Die hat gelegentlich auch ein Ketterl von lauter kleine Totenschädeln um den Hals. Und ihre Farben sind schwarz und rot. Da lasse ich mich gerne an die Farben der Damenreizwäsche erinnern. Auch an den Teufel, an den christlichen Teufel. Und an den christlichen Teufel, auch schwarz und rot, kurz und gut. Da lasse ich mich also ein bisschen treiben, versuche mich ein bisschen zu disziplinieren. Aber der Shiva verleiht mir die Möglichkeit, aus dem Braunauer eine zu machen, die Lord Shiva tanzen lässt. Sie haben schon angedeutet, der Hinduismus ist nicht nur eine sympathische Weltreligion, es ist eine Religion, die doch sehr stark patriarchalisch ausgerichtet ist, in der Frauen wenig zu lachen haben, wie wir auch immer wieder den Zeitungen entnehmen können, wenn es um Vergewaltigungen etwa geht in Indien. Der Hinduismus ist auch eine Religion, die ein rigides Kastensystem nach wie vor über die Jahrhunderte hinweg aufrecht erhält. Im Lichte dessen hat man hier im Westen ein idealisiertes Bild, ein romantisiertes Bild von diesem faszinierenden religiösen Indien. Ist das wirklich so faszinierend und fantastisch? Also mir persönlich war die drei Male, wo ich also zu tun hatte in Indien, schon einmal das erste Mal, wie ich aus dem Flugzeug gestiegen bin, die Luft angenehm. Das ist einmal das Erste. Ich gehe stark nach der Nase. Gut, das hätten Sie in Griechenland auch. Oder in der Toskana. Nein. Ist anders. Die Luft ist einfach anders, ja. Ich kann es schwer beschreiben. Es kommt wahrscheinlich mit der Befeuerung zustande. Die Projektionen unsererseits über Indien, die enthalten selbstverständlich dann pfui, 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 die Behandlung von Frauen, die geradezu obsessionshafte Furcht der Männer vor den Frauen, das darfst du ja auch nicht vergessen. Das habe ich alles so am Rande bemerkt, aber nicht breitgetreten in meinem Buch. Denn das wissen wir ohnehin da und wir machen sicher einen Fehler, wenn wir meinen, dass wir ins Paradies gelangen, wenn wir nach Indien kommen. In Wirklichkeit kriegen wir wahrscheinlich zunächst einmal eine Darmkolik. War bei Ihnen auch der Fall? Ja. Sie haben sie überwunden. Adolf Holl, am Ende meiner Gespräche führe ich mit meinen Interviewpartnern traditionellerweise einen kleinen Wortrap
ein. Darf ich das mit Ihnen auch machen? Ja. Ich nenne Ihnen 5, 6 Begriffe und Sie assoziieren ganz spontan, was Ihnen dazu einfällt. Bereit? Ja. Hinduismus. Hinduismus, ein Kunstwort aus der englischen Kolonialära. Welches Wort wäre besser? Hindu. Kurz erklären. Hindu ist das Wort, das Sie selber für sich verwenden. Shiva. Der erotische Asket. Papst Franziskus. Da wird der erotische Asket auch passen vielleicht? Na, zum Franziskus passt nur, Gott erhalte ihm ein langes Leben. Sechs. Da müsste ich ein bisschen mehr Zeit haben, um in meinen Erinnerungen zu graben. Alt werden. Super. Erleuchtung. Erleuchtung ist genau ein Einfall, aus dem ein neues Buch kommen kann. Vom Adolf Holl, ein neues Buch über Erleuchtung. Schreibe ich bereits dran. Dann sind wir gespannt darauf. Ich danke für dieses Gespräch.